Ich hatte Fragen. Herrin, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt, sollten wir sie nicht loslassen. Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Katapulte! Haltet die Ramme in Bewegung! Hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Wir töten ihn!
Wir mussten die Ramme verteidigen, bis wir durchgebrochen waren. Dass es nur einen Tag dauern würde, bis Wikinger-Schiffe in Svermgard ankommen und uns vernichten würden. Aber ich hatte vor, bis dahin längst verschwunden zu sein. Die Ramme ist bereit. Gudmundur, der legendäre Jarl der Festung. Auf die Beine. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Aber waren wir nicht genau deshalb hier? Es war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich? Oh!
Das ist nur ein Markt. Ein Handelsposten. Ihr seid stark, Gudmunde. Heute weiß ich, was mich an jenem Tag beunruhigte. Ich bin Schwarzenfels verpflichtet. Ihr habt gut gekämpft. Soll Hel euch holen? Ja.
Mercy. Warum sind wir hier? Ich glaube, ihr wisst es. Hunger. Hier lagern sie ihr Saatgut. Es wird keine nächste Ernte geben. Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Ihr auch. Ihr alle. Oh. Diese Nahrung. Warum verbrennen wir sie nicht auch? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Gehen wir nach Hause.